Hallo, liebe Weggefährten, ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich nehme jetzt gerade eine neue Podcast-Folge auf und ein neues YouTube-Video. Und ich habe wundervolle Neuigkeiten für euch. Wisst ihr, was ich hier in der Hand halte? Mein neues Buch. Seelenpartner Hund. Es erscheint am 4.9.23 beim GU Verlag. Für die Leute, die dieses Video jetzt hier bei YouTube oder eben diesen Podcast später hören, halten dieses Buch vielleicht schon in der Hand. Ich habe mir erlaubt, mir Hilfe an die Seite zu holen. Nämlich mein alter Ego, Canela, spricht in diesem Buch Klartext. Eine Hündin aus Portugal macht den Mund auf und erzählt mal die Sicht eines Hundes und teilt euch mal mit, wie ein Hund die Welt der Menschen sieht, wie ein Hund auch die Welt der Hunde sieht. Mir war es wichtig, dass ein Hund mal zu Wort kommt, weil wir erzählen so viel über das Training, so viel über Konditionierungen, so viel über Hundesprache und so viel über Menschen, aber ein Hund, der wirklich mal die Dinge ganz anders sieht, der ist noch nicht so richtig zu Wort gekommen. Und das habe ich gemacht. Ich habe Canela durch mein Herz sprechen lassen. Aber sie hat ihre eigenen Ansichten und wir zwei schießen uns ab und zu auch schon mal die Bälle gegenseitig zu. Vielleicht habt ihr ja auch einen Hund, der was zu sagen hat, der gerne mal auch den Mund aufmachen würde und würde mal einige Dinge ansprechen, die ihm so auf der Seele liegen. Eben Seelenpartner Hund. Ich möchte euch jetzt ein paar Zeilen aus meinem Buch vorlesen, damit ihr wisst, was euch erwartet. Ich bin mal hier im Inhaltsverzeichnis gelandet und kann euch sagen, es kommen spannende Themen darin vor. Zum Beispiel Spaziergänge mit Hindernissen, wie man Spaziergänge schöner gestalten kann, harmonischer gestalten kann, wie man unbekannte Herausforderungen meistern kann, wie man Veränderungen herbeiführen kann und wie man weniger mit weniger Training eine schönere Beziehung bekommen kann mit seinem Hund. Versteht mich bitte nicht verkehrt. Ich finde Training sehr, sehr wichtig. Also das Training mit uns Menschen, aber auch mit den Hunden. Es sollte nur eine gesunde Balance da sein. Also es sollte auf gar keinen Fall zu viel mit dem Hund trainiert werden. Und wenn der Hund so viel Freiheiten hat und wenn er machen kann, was er will, ist das auch nicht gesund. All das habe ich hier in dieses neue Buch von mir gepackt. Ich war so happy, dass GU, der Verlag, mir die Möglichkeit gegeben hat, mich mal richtig auszuschreiben. Einfach mal Klartext zu sprechen. Und dass Canela mich da so unterstützt hat und mir manchmal sogar den Stift aus der Hand genommen hat und hat gesagt, und jetzt bin ich aber nochmal dran und jetzt schreibe ich, fand ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr schön. Soll ich euch mal kurz ein bisschen vorlesen, wie denn dieses Buch aus Canelas Sicht entstanden ist und wie es sich anhört? Ihr wundert euch, ich blätter jetzt gleichzeitig gerade hier rum, also für die, die mich nicht sehen, und suche euch jetzt mal eine Stelle raus, mit der ihr euch vielleicht ja, anfreunden könnt. Canela. Jeder Hund ist anders. Jeder Hund hat seine Geschichte und sein Gepäck. Mal ist es leichter, mal schwerer. Wenn wir unseren Fellnasen mit dem Herzen begegnen, können wir herausfinden, was sie brauchen, um sich bei uns angekommen zu fühlen. Einmal Freiheit und zurück. Diese Geschichte, meine Geschichte, begann in den Dünen der Costa Vicenta. Dort an der portugiesischen Atlantikküste erblickte ich mit meinen drei Geschwistern an einem windigen Frühlingstag das Licht der Welt. Gut, erblicken ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort.
Meine Augen und Ohren waren schließlich wie bei jedem Hundebaby erst einmal geschlossen und auch mein Geruchssinn, auf den ich mich später immer so gut verlassen konnte, war noch wenig ausgeprägt. Aber egal, Hauptsache es war warm und ich fand irgendwie instinktiv an die Zitzen meiner Mutter. Trinken und Schlafen, aus viel mehr bestanden die ersten Lebenswochen kaum. Und auch wenn sich meine drei Brüder vordrängelten wie die Weltmeister und ich immer als letztes mein Plätzchen an der Milchbar fand, war es doch unglaublich gemütlich, wie wir danach alle vier dicht aneinander gekuschelt nebeneinander lagen und ich den vertrauten Herzschlag meiner Mutter wahrnahm. Wenn ich das jetzt so lese, dann erinnere ich mich daran, als ich es geschrieben habe. Als ich das Gefühl bekam von, ich möchte einem Hund die Möglichkeit geben, mal seine Geschichte zu erzählen. Und auch einmal zu erzählen, wie er dann in eine Familie gekommen ist und was er vorher erlebt hat und warum er so ist, wie er ist. Ich will erzählen, wie es ist, aus dem Tierschutz zu kommen und welche Herausforderungen man dann meistern muss, weil wir Menschen so hohe Ansprüche an uns und auch an unsere Hunde haben. Wir dürfen lernen, wieder ein, zwei, drei Gänge zurückzufahren und nicht alles unter Druck und Stress in irgendwelche Kostüme zu drücken, weder uns selbst noch unsere Hunde. Wir leiden unter diesem Druck. Wir leiden darunter, wenn wir ständig funktionieren müssen, wenn wir immer wieder diesem Druck standhalten müssen. Sowohl in Beziehungen als auf der Arbeit, als in Freundschaften. Immer wieder werden wir auf die Probe gestellt. Kaum ein Mensch hat noch wirklich Zeit für sich. Ja gut, wenn man dann mit dem Hund spazieren geht, dann nimmt man sich die Zeit. Aber wir leben auch viel an unseren Hunden aus. Also wenn man mal Stress hat und wenn man Probleme hat und geht dann spazieren, muss man sich nicht wundern, wenn der Hund Stress macht. Wenn wir nicht ausgeglichen sind und wenn wir nicht wirklich in unserer Mitte sind, können wir es auch nicht von unserem Hund erwarten. Und all das erzählt Canela auch in diesem Buch. Sie möchte euch sensibilisieren für eure Verhaltensweisen, für unsere Verhaltensweisen. Denn ich bin, so wie ihr, Schüler. Und ich bin auch Lehrer, genauso wie ihr. Ich habe mir das Lernen von Hunden dazu genommen, dass ich Trainer der Menschen wurde. Ich habe versucht, durch Hunde wieder menschlicher zu werden. Nämlich einfach wieder so ein bisschen mehr Gefühl zuzulassen, loszulassen. Und das mache ich jetzt schon seit über 30 Jahren. All meine Erfahrungen sind in diesem Buch niedergeschrieben. All mein Gefühl, all meine Energie, all meine Liebe ist in diesem Buch. Und auch Canela hat einiges zu erzählen, wie sie durch den portugiesischen Tierschutz zu einer deutschen Familie kam, wie es im Tierschutz aussieht, wie sie mit der neuen Welt klargekommen ist, wie sie es geschafft hat, bestimmte Situationen zu meistern, wie sie es geschafft hat, auch mit ihren Menschen klarzukommen. Denn Menschen haben ganz große Erwartungen an Hunde und natürlich auch an sich selbst. Ihr kennt das sicherlich. Jeder, der einen Hund hat, möchte haben, dass dieser funktioniert. Einige Leute kommen zu mir ins Coaching oder zu meinen Coach-Kollegen und sagen, ja, unser Hund, der kann super Auto fahren, der versteht sich bestens mit Hunden, der kann alleine bleiben, der kommt mit Menschen klar, alles super, aber der läuft so schlecht am Fahrrad. Und das müssen wir jetzt unbedingt hinkriegen, weil ich habe mir jetzt ein neues Fahrrad geholt und der Hund muss unbedingt mit am Fahrrad laufen. Aber irgendwie hat er gar keinen richtigen Bock. Und jedes Mal, wenn er das Fahrrad sieht, da kriegt er schon Stress. Dann sagen wir, okay, also wenn so viele Dinge schon toll sind, dann freut euch erstmal darüber, dass ihr so viel mit eurem Hund erreicht habt. Das ist ja auch wichtig. Und nicht nur immer diesen Druck da reinzusetzen, dass ihr meint, alles muss 120-130% funktionieren. Das ist sehr, sehr schade, denn dieses Anspruchsdenken und diesen Stress der Gesellschaft, den machen wir uns selbst.
Wir sind diejenigen, die immer funktionieren wollen und müssen. Und das übertragen wir häufig auf unsere Hunde. Ich habe genau das in dieses Buch gepackt. Diese Themen sind mir wichtig, damit wir lernen, wieder ein paar Gänge zurückzuschalten. Wir sind zu schnell unterwegs. Wir erwarten viel zu viel von uns und auch von unseren Hunden. Hier hinten auf meinem Buch steht: Mehr Verständnis und Harmonie für dich und deinen Hund. Hast du dich jemals gefragt, wie dein Hund die Welt um sich herum wahrnimmt, wie er das Zusammenleben mit dir erlebt und welche Herausforderungen er meistern muss? Schaut in die Augen eures Hundes und ihr werdet erkennen, ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Es gibt viele Hunde, die sind extremst gestresst durch uns, durch diesen ständigen Druck, den wir ertragen müssen, dass wir auf eine Arbeitsstelle fahren, wo wir keinen Bock haben, dass wir in einer Beziehung sind, die uns vielleicht nicht wirklich erfüllt, oder in einer Freundschaft, oder dass wir sagen, wir wollen unbedingt abnehmen, schaffen es aber nicht, wir wollen aufhören zu rauchen, schaffen es aber nicht, wir trinken zu viel. All dieser Druck überträgt sich ungefiltert auf unsere Hunde. Und Canela, mein alter Ego in diesem Buch, beschwert sich auch teilweise ein bisschen darüber. Sie weckt auf, ja, sie macht wach, weil sie haben möchte, dass wir in die Veränderung gehen. Sie möchte uns dafür sensibilisieren und weckt auch mich auf, um nochmal genauer hinzuschauen, was denn in den letzten Jahrzehnten alles so passiert ist. Ich habe so viele Coachings erlebt, ja, tausende Hunde kennengelernt und habe so viel bei meinen Reisen im Tierschutz mitgenommen für mich, dass ich sagen kann, Canela und ich sind ein gutes Team. In diesem Buch haben wir es geschafft, uns und euch dafür zu sensibilisieren, dass nicht alles immer perfekt sein muss. Wir haben es geschafft, euch mal so ein bisschen mit der Nase reinzudrücken, damit ihr mal lernt, wieder bei euch hinzuschauen. Es geht nicht um die Verurteilung. Es geht auch nicht um ein mit dem erhobenen Finger da zu stehen und zu sagen, ja, du kriegst es ja nicht geregelt, warst jetzt schon bei 3 Hundetrainern und schaffst es ja nicht, deinen Hund zu erziehen. Das ist nicht das Thema. Wir brauchen mehr Verständnis, wir brauchen mehr Respekt. Es sind so Kleinigkeiten, auch beim Spaziergang, dass wir uns wieder grüßen dürfen, dass wir auch Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Und das habe ich versucht, in den Seelenpartner Hund zu stecken. Dass wir die Verhaltensweisen von Menschen genauer betrachten und dass wir Canela gut zuhören, denn sie hat einiges zu erzählen, was wir verlernt haben. Sie wird uns dafür sensibilisieren, dass wir wieder zu uns finden, durch die Selbstreflexion wieder Dinge erlernen, die wir verlernt haben. So wie manche Hunde verlernt haben, hündisch zu kommunizieren. Das ist sehr, sehr schade, weil wir Menschen es ihnen verbieten. Aber wir Menschen verbieten uns häufig auch selber die Kommunikation mit Menschen. Normale Verhaltensregeln, wie zum Beispiel das Grüßen, das normale Umarmen mal oder Blickkontakt halten, all diese Dinge gehen immer mehr verloren in dieser Welt der nonverbalen Kommunikation. Es wird vieles nur noch geschrieben, kaum noch gesprochen. Wenn ich Menschen im Restaurant sehe, die gerade eine Minute am Tisch sitzen und sofort beide ihre Handys nehmen, dann weiß ich, da stimmt irgendetwas nicht. Wer das als normal bezeichnet, dass wenn man Zeit miteinander verbringt und dann sofort wieder auf die Handys schaut, Leute, das ist nicht wirklich gesund und das stört auch in einer Freundschaft oder in einer Beziehung. Denkt bitte immer daran, Hunde schreiben sich keine SMS. Die sind immer im direkten Kontakt zueinander und miteinander, wenn wir sie lassen. Allerdings wird das häufig verboten, ne? In Parks, beim Spaziergang gibt es viele Leute, die wollen einfach nicht mehr, dass ihre Hunde kommunizieren, weil die Menschen sich nicht mehr erlauben zu kommunizieren. Sie haben es ein Stück weit verlernt. Ihr merkt,
Ich plaudere schon ein bisschen aus dem Seelenpartnerhund, denn das sind die Inhalte, einige der Inhalte, und es ist noch viel mehr darin, die ich hier niedergeschrieben habe. Und es geht auch um Themen wie, wie kann ich einen Spaziergang schöner gestalten, dann ist die Beziehung im Vordergrund statt die Erziehung, dass man einfach auch mal versucht, neue Wege mit seinem Hund zu entdecken, also nicht nur beim Spaziergang, sondern im allgemeinen im Leben, dass man sich nicht festfährt und immer nur eine Trainingsmethode ausprobiert. Bedenkt bitte, Hunde sind sehr intelligent und sehr emotionale Wesen. Sie möchten nicht wie irgendein Fahrrad nach Betriebsanleitung behandelt werden. Sie möchten, dass man sie fühlt. Sie möchten, dass man ihnen vertraut, dass man sie liebt, dass man ihnen aber auch eine klare Richtung vorgibt. Hunde brauchen Grenzen, um Freiheiten erleben zu dürfen und zu können. Und dafür sind die Menschen auch zuständig. Ich könnte noch stundenlang hier mit euch über dieses Buch plaudern, aber ich hoffe, es findet den Weg in eure Herzen. Also, Seelenpartnerhund erscheint am 4.9.23. Wer es jetzt schon in den Händen hält, wundervoll, danke dafür und ich hoffe, es gefällt dir und euch. Und lasst euch ein auf diese Reise, denn es ist eine Reise zu euch selbst und es ist eine Reise, die ihr braucht, um mit eurem Hund wieder mehr Harmonie zu erleben. Wir können von Hunden lernen, menschlicher zu sein. Schaut eurem Hund in die Augen und er schaut euch in eure Seele. Ihr werdet euch spiegeln und all das, was ihr durch euren Hund lernt, könnt ihr dann wieder im Alltag einsetzen. Es geht nicht nur ums Trainieren der Hunde, sondern es geht um die Beziehung. Es geht ums Aufwecken. Und es geht ums Erkennen. Wenn wir erkennen, dass wenn wir uns verändern, der Hund bereitwillig mitgeht, können wir uns auch in unserem Umfeld komplett verändern. Manche Hunde sind wahre Weltmeister, wenn wir uns festgefahren haben, damit sie uns auflösen. Und Canela ist auch so ein Hund, der in dieser Geschichte seinen Menschen aufzeigt, wo seine Probleme liegen, nämlich nicht beim Hund, sondern diese sind bei sich selbst zu finden, in der Spiegelung, in der Selbstreflexion. Und Canela macht das wundervoll. Sie hat ein ganz feines Gespür. Wir dürfen nur genau hinhören und genau hineinlesen in die Seele des Hundes, in den Seelenpartner Hund. Vielen lieben Dank, dass ihr bei diesem Video und bei diesem Podcast dabei wart und seid. Ich werde jetzt wieder häufiger Podcast-Folgen und YouTube-Videos aufnehmen, weil ich habe von einigen ganz viele oder von vielen einige Nachrichten bekommen, die mir gesagt haben, boah Andreas, kannst du nicht noch ein bisschen häufiger Podcast-Folgen machen oder auch YouTube-Videos? Wir finden die Sachen auch interessant, wo du aus deinem Leben erzählst, von deinen Burnouts oder von deinen Panikattacken, von deinen Depressionen, von deinen Reisen im Tierschutz, von deinem Zusammenleben mit der Teja, mit Beju, Hazel, Babu, Cookie, Marie, Molly, Mizi, Ola und so weiter. Und dem komme ich jetzt nach, ja. Und vielen lieben Dank dafür, dass so viele schreiben, dass sie meine Stimme so schön finden und dass sie sich wünschen, dass ich irgendwann einfach mal auch sowas wie so gute Abend- oder gute Nachtgeschichten erzähle, eben ganz in Ruhe. Heute war ich allerdings hier, um euch mein neues Buch vorzustellen. Vielen lieben Dank, dass ihr mich begleitet, liebe Weggefährten. Und ich wünsche mir noch viele, viele gemeinsame Augenblicke und Wege mit euch. Aber jetzt viel Spaß ab dem 4.9.23 mit Seelenpartner Hund. Und vielen lieben Dank an den GU Verlag, dass ich und auch Canela so schreiben konnten, wie es aus unserem Herzen kam. Dankeschön dafür.
Und danke an euch. Bis bald.